Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill Barbecue. Heute machen wir was Cooles. Wir machen heute Ribfingers und zwar richtig geile, dicke Dinger, so wie ihr es hier hört. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, für die ganze Aktion brauchen wir ein paar Zutaten. Und als allererstes habe ich hier wunderschöne Bits von Beef Bandits. Also mal wirklich wieder schmutzige Eigenwerbung. Ach, guck dich mal an, was da für eine schöne Auflage drin ist. Mit Fett, mit Fleisch. Unten die schöne, kräftige Rippchen. Hier kommt dieser kleine Bogen raus. Also wirklich ein schönes Stückchen Fleisch. Wenn man denkt, so ein Stückchen Rippchen, das schaffst du nicht alleine. Wir haben es jetzt schon komplett gemacht und brauchen ungefähr 3 Personen, war Frau. Für so einen Brocken muss mindestens. Man. Also 3 gute Esser kann man schon einplanen. Alleine bist du relativ chancenlos. Dann habe ich Apfelessig, da brauchen wir so ungefähr einen halben Liter. Zuckerrübensirup. Und Rib Hurra, also ein leckeres Rippchengewürz. Wenn ihr nicht habt, könnt ihr das nehmen, was ihr gerne mögt. Vielleicht mögt ihr das ja auch, dann könnt ihr euch das kaufen. Oder nachmischen, das findet ihr alles bei mir hier unter dem Video. Leckeres Zeug. Dann haben wir eine Schüssel hier zum Mop anrühren. Und zum Moppen haben wir hier auch den hier. Ein Mop. Dann habe ich hier noch einen Löffel, eine Grillzange. Und aus dem Off wird mir reicht ein scharfes Messer und ein Brett. Also als erstes ziehen wir mal hier die Silberhaut runter. Kratzen mit dem Löffel hier so an der zweiten Rippe ran. Na, das ist halt ein bisschen widerspenstiger. Voilà, siehst du, da kommen wir runter. Wir greifen uns das, ziehen das ab. Und hier müssen wir normal ran. Weil die schmeckt ja nicht so toll. Wenn er das vergisst, die Silberhaut abzumachen, stirbt auch keiner von. Aber ich finde es immer ein bisschen besser, wenn die ab ist. Und dann schneiden wir unsere Fingers hier ab, und zwar immer direkt zwischen den Rippen. Gehen wir mit dem Messer durch und so bereiten wir die uns schon mal auf Portionsgröße vor. Geil, wa? Mega. So, dann ist easy, dann nehmen wir so praktisch bloß, dass wir so von allen Seiten einmal einrappen, also richtig ordentliche Würze drauf, da nicht sparsam sein. Und jetzt stellen wir die einfach bloß hier immer der Reihe lang wieder hochkant. Ja, und drehen die. Und dann haben wir sie von jeder Seite hier rüber praktisch ganz easy gewürzt. So, und ihr kennt ja von dem, was runterfällt, so wie hinten. Da ditcht man eh mal die Ränder ein und dann hat man sie gleichmäßig eingerubbt. So, hier sind unsere Burschen und die gehen jetzt auf den Smoker. So, den Smoker haben wir auf 140 Grad eingestellt. Ja, und da packen wir die jetzt unten einfach hin, dass wir die jetzt schön auf der Knochen liegen haben. Da ist auch, wenn der Rost jetzt schon ein bisschen überhitzt sein sollte, geht er bloß an die Knochen und ja, verbrennt uns nicht das Fleisch. Und dann Deckel zu und wir kümmern uns um unsere Mopsoße. Und so eine Mopsoße ist total easy gemacht. Kommt so ein Löffel, machen wir 1,5 Löffel von meinem Lieblingsrad drin. Dann kippen wir darauf einen halben Liter Apfelessig. So einfach freie Schnauze. Ist ungefähr eine halbe Flasche und darauf kommen jetzt 200 Milliliter, also so eine halbe Packung von so einem Zuckerrübensirup. Ja, hier bin ich mal richtig Bums drin. Und da hast du schon so ein Spiel zwischen Süße und Säure drin und das lösen wir jetzt halt miteinander auf. Und die Säure macht das Fleisch nachher noch schön zart und saftig und die Süße, oh, ist gerade bei diesem fettigen Schweinefleisch wirklich ein Knüller, wenn das dann so langsam oben ankaramellisiert und eine schöne aromatische Kruste gibt. Ja, und das also praktisch eh mal verrühren. Gehen wir noch kurz kosten. Ah, herrlich sauer. Genau so muss das sein. Habt da keine Angst vor. Das verfliegt alt auf dem Grill. Oh, geil. Kurz entschlossen habe ich hier noch entschieden, den Rest von dem Zuckerrübensirup dann drin zu machen. Und dann ist es noch mal besser. Aber wie gesagt, wenn euch das nicht zu süß ist, dann lasst den. Macht ein bisschen, macht bloß so, wie ich es am Anfang gesagt habe. Wenn ihr auch so Süßmörder seid wie ich, dann oder alle drin. Und dann sind es 350 Gramm. Ja. Falls ihr denkt, jetzt geht es mit dem Mobben schon los. Nee, wir lassen die jetzt erstmal wirklich mal eine Stunde bei 140 Grad hier drin, dass sie mal wirklich erstmal so ein bisschen Temperatur außen bekommen. Und erst dann, wenn die wirklich außen so ein bisschen anfangen zu knuspern, dann fangen wir an mit dem Mobben. Weil wir wollen ja schon erstmal so eine Grundenergie draußen dran haben. Und wenn wir gleich anfangen zu mobben, dann halten wir das immer so auf so einer lauwarmen Temperatur, das Fleisch. Und das finde ich nicht ganz so gut. Also am Anfang kann die Temperatur ruhig ein bisschen hoch, ein bisschen Alarm drauf. Und nachher beim Mobben, dann nivelliert sich das von ganz alleine. Was für Pellets benutzt du heute?
Weiß ich nicht. Du benutzt aber Pellets, das weißt du ja. Ja, Pellets hier. Welche hatten wir letztes Mal drin? Wisst ihr noch? Die Blend. Smoke Grillers Blend? Genau. Grillers Blend von Breuking ist da drin. Die waren gut, ne? Die haben geschmeckt. Haben wir jetzt nicht gewechselt, lass mal drin. Ich finde eh, mit diesen Pellets, da kannst du nehmen, was du willst, wozu du gerade Lust hast. Also ich habe noch keine Pellets erwischt, die irgendwie schlecht waren. Ja, mal geht ein bisschen in die Richtung, mal in die andere. Und ich habe auch noch nie Pellets gehabt, wo ich sagen muss, unbedingt wieder diese und nur jene. Also auch alle anderen Videos, die ich mit Pellets gemacht habe, könnt ihr mit den Pelletsorten, die ihr geil findet, die ihr da habt oder die auch gerade verfügbar sind, ganz entspannt machen. Also das keinen Stress kriegen, wenn keine Apfelpellets da sind und eine Buchenpellets, dann ist halt Buchenpellets, ist egal. Ja, ein Stündchen haben wir sie jetzt drauf gelassen. Guck mal, so sehen sie aus. Das ist ganz hervorragend. Und jetzt werden wir die hier mit dem Mob schön benetzen. Hoch, rechts, links, schön die Mob-Soße drauf. Und das Spiel machen wir im Prinzip jetzt bei 140 Grad. So circa 3,5-4 Stunden lang noch. Alle halbe Stunde gehen mal richtig schön Mob oben drauf, dass das Essig da schön einziehen kann. Und boah, man riecht gleich wieder. Wie das da so rauskommt. Das macht das Fleisch schön mürbe und der da drin enthaltene Zucker so ein bisschen ja, eine schöne Kruste oben drauf macht. Und Deckel wieder zu. Ja, jetzt haben wir insgesamt 4 Stunden gegrillt und fleißig gemobbt. Und guckt euch mal an, wie geil die jetzt aussehen, oder? Schön rot-braun geworden. Herrlich. Und die nehmen wir jetzt runter und werden die kosten. Toll aus. Ist es eigentlich wichtig, wie rum die auf dem Grill liegen? Ja, so ja ziemlich entscheidend, weil man kann es hier mehr sehen, unten drunter. Also wenn unten drunter, natürlich erheblich dunkler, aber hier ist ja bloß diese kleine Membran mit dem Knochen und der große, der Zauber ist ja oben drauf. Und da, die sind so fürchterlich heiß, ich traue mich gar nicht drin zu beißen. Ich nehme mal hier und schneide hier einfach mal so Stücke ab. Ach, guck mal hier, die haben so einen richtig schönen Rauchrand dran. Geil. So, also auf euch. Oh, in die Wolle Birne. Das ist American Barbecue. Wirklich, die Säure arbeitet dran, ohne dass es sauer wird. Es ist Zucker dran und ist karamellisiert, ohne dass es süß ist. Es ist würzig, es ist schmatzig. Läuft dir durch den ganzen Mund und es sind halt immer ordentliche Portionen. Ne? Nicht irgendwas, wo du so Probleme kriegst, um satt zu werden, sondern. Deine Tochter wartet da oben auch schon. Ja. Ja. Möchtest du mitprobieren? Jo, kann ich machen. Das ist aber heiß. Gib Trippchen. Ja. Ja, erstmal hier unsere Stücke ab. Ich schneide dir mal eine Ecke ab. Genau, das wäre. So, hier. Danke. Das sieht lecker aus. Ah. Jetzt seht ihr mal, wie ich leide. Ich beiße einfach hin ohne. Mm. Und? Oh, lecker. Lecker. Also, wirklich heiß. Rips zu Fingern schneiden, habt ihr gesehen, total easy. Macht natürlich ein bisschen mehr Arbeit, dadurch, dass man immer mobben muss, aber diese Kruste, die sich hier, ich muss jetzt noch meine Kamera erstmal halten, weil diese Kruste, die sich hier dadurch aufbaut, ist wirklich sensationell. Du musst nicht irgendwie mit einer Barbecue-Soße übertünchen, sondern einfach nur geil. Und was ich mir von euch wünschen würde, ist, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wohlwollender Kommentar oder ein Abo. Und vor allem, wenn ihr sowas macht, gibt euren Kindern auch was ab und der Frau auch. Du kriegst gleich was. Und dann bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, Fans Grill, Barbecue. Macht's gut. Ja, ich klicke auch. Boah. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.